Thank you.
Wir haben alles hinterlassen, um den Herrn zu loben, sind wir hier. Wir sind hier, um ihm zuzuhören. Diese Kraft hat nicht jeder bekommen. Wenn wir diese Kraft bekommen haben von Gott, dann glauben wir, das ist die Macht Gottes, die das veranlasst. Keiner kann dem Herrn dienen, wenn Gott nicht ihm diese Kraft dazu gibt. Nochmal beten. Herr, wir erheben dich. Wir danken dir, weil du uns beschützt hast. Wir danken dir, weil du uns die Kraft gegeben hast, in dein Haus zu kommen. All das, was wir tun werden, das soll nur um dich zu loben. Die Predigt, die rauskommen wird, du sollst zu uns sprechen. All das, was ablenken wird, all das, was nicht von dir ist, all das, was vom Teufel aus der Finsternis kommt, sei jetzt sein im Namen Jesus. Wir rufen dich, Herr, und du sollst hier regieren. Im Namen Jesus, so haben wir gebetet. Amen. Amen. Der Herr sei gelobt, denn ich denke, letzten Sonntag haben wir über Cornelius gesprochen. Cornel, homme pur et juste. Cornel, der war ein gerechter Mann. Wir haben das offenbart. Also die Menschen, die das betrachtet haben, war Cornelius ein sehr gerechter Mann. Und Gott hat es auch so gesehen. Und Gott hat das angesehen oder anerkannt, da als Cornelius den Armen geholfen hat oder seine Spenden und sein Zehntel gegeben hat. Und alle haben gesehen, dass er Ehrfurcht vor Gott hatte. Aber was wirklich schwierig war, obwohl Gott die Gebete von Cornelius erhört hatte, obwohl er auch vor Gott Ehrfurcht hatte, die ganze Familie von ihm auch, aber er hatte ein großes Problem, was ihn gestört hat. Was war das Problem? Er hatte das ewige Leben nicht. Halleluja. Er war ein guter Mensch. Sogar Gott kannte ihn, dass er ein guter Mensch war. Aber er hatte das ewige Leben nicht. Deswegen haben wir erklärt, um zu sagen, hier auf der Welt, viele Sachen, was wir sagen, es ist nicht genau so, aber wie Gott uns das eigentlich gezeigt hat. Wir sagen, dieser Mensch betet viel. Dieser Mensch lebt in Ehrfurcht. Dieser Mensch hilft viele arme Menschen. Dieser Mensch muss wirklich eines Tages sein Stück Gott begegnen. Wenn dieser Mensch stirbt, dieser Mensch war wirklich gut. Also es muss wirklich sein, dass er in den Himmel gekommen ist. Aber das zählt nicht bei Gott. Also Gott sieht das nicht. Gott erkennt das an, wenn Menschen Gutes tun. Und Gott möchte auch, dass die Menschen in Ehrfurcht leben.
Aber um ein Gottes Kind zu werden, um in den Himmel zu kommen, muss der Mensch Jesus anerkennen als sein Erretter. Wenn der Mensch Jesus anerkennt als sein Kind und Erretter, an dem Tag wird dieser Mensch zu Gottes Kind. Und all das Gute, was er gemacht hatte, er wird dafür hier belohnt auf der Erde. Und er wird auch dafür belohnt im Himmel. Alléluia. Also er wird zweimal belohnt dafür. Hier auf der Erde und im Himmel. Aber damit man den Lohn sieht, damit er in den Himmel kommt, dann müssen wir Jesus aufnehmen in seinem Herzen. Alléluia. Amen. Es gibt nicht zwei Wege, wo ein Mensch Gottes Kind wird. Es gibt nur einen Weg. Was ist dieser Weg? An Jesus zu glauben, Jesus aufnehmen. Das heißt, ich bekehre mich, ich bitte um Vergebung. Und ich rufe Jesus in mein Leben, dass ich nicht mein Leben wieder dass ich mein Leben nicht alleine führe. Zu dem Zeitpunkt werde ich ein Gottes Kind. Also ich, meine Familie und Freunde, also wenn wir vorher das so gesagt haben, dann führen wir die falsch. Also das ist eine falsche Hoffnung. Wenn das Gute von einem Menschen, wenn das Gute von einem Menschen ihn in den Himmel bringt, das heißt, dann heißt das, dass alles, was in der Bibel steht, ist falsch. Also von Anfang an der Bibel bis zum Ende hat man nur von Jesus gesprochen. Und man sagt, dass Jesus der Weg, das Leben und die Wahrheit ist. Keiner kann zum Vater kommen, wenn er nicht durch Jesus geht. Alleluia. Das heißt, keiner kann sagen, da ich meine Familie immer hilfsbereit bin und ich bin meinem Mann immer hilfsbereit, ich helfe meiner Frau immer oder ich helfe meinem ganzen Viertel, bin ich hilfsbereit oder ich helfe immer den Waisenkindern und ich bete ganz viel, das heißt, dann werde ich Gott, komme ich in den Himmel. Das ist nicht die wahre Predigt. Die wahre Predigt ist, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Deswegen sagt die Bibel, wir werden nicht errettet von unseren Werken, unseren Taten. Aber wir werden errettet durch den Glauben, den wir in Jesus tun. Amen. Haben wir es mal verfolgt? Während ich predige, schreie ich nicht, ich springe nicht herum, ich erkläre euch das langsam, damit jeder versteht, wenn ich in den Himmel kommen möchte, aber wenn ich in den Himmel komme, lobe ich den Herrn dafür. Wenn er in den Himmel, in die Hölle geht, er weiß, er ist sich selber bewusst, ja, er möchte selber in die Hölle gehen. Also das, was ich euch erkläre, das ist eigentlich nicht schwierig zu verstehen, es ist klar. Jetzt kommt eine Frage. Heißt das etwa, dass wir aufhören, Gutes zu tun? Denn Jesus rettet uns ja sowieso. Die Antwort ist,
Jeder, der Jesus aufgenommen hat in seinem Leben, tut Gutes. Und das beweist auch, dass dieser Mensch Jesus in sich hat. Da wir nicht in das Herz eines Menschen hineingucken können, und dann könnt ihr nur das sehen durch seine Taten, was er tut. Um nicht falsch zu verstehen. Es kann nicht sein, dass jemand Jesus hat und Sünde macht. Halleluja. Das war, was wir letzten Sonntag besprochen haben, im Predigtam. Also ein Mensch oder ein Christ wird Jesus sehen, wenn er Jesus aufgenommen hat und nicht durch die Taten, die guten Taten, die er auf der Welt gemacht hat. Wir lesen weiterhin in Apostelgeschichte 10. Also Apostelgeschichte 10, 38 bis 48. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth, qui allait de Dieu en Dieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité de mort. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès de nous. Amen. Amen. Tu connais pourquoi la manière? Tu connais pas ça. Quand on peut plus autant la situation, la suite. Das, was wir gelesen haben, ist jetzt der Schluss. Und als Petrus in das Haus von Cornelius war, Cornelius war dort mit seiner Familie und seinen engen Freunden. Was Papa Jean gerade gelesen hat, und das ist jetzt die Predigt, was Petrus gepredigt hatte. Denn Cornelius hat gesagt,
Cornelius sagte, dass er die Leute geschickt hat, damit er in sein Haus kommt, ihn zu rufen. Cornelius sagte, ja, sag, wir sind jetzt hier vor Gott, sag uns, was Gott dir gesagt hat. Petrus fing an zu predigen. Und er hat gesagt, ihr wisst selber, was passiert ist. Jesus Christus predigte, den Menschen zu helfen, die Menschen zu befreien aus den Fesseln vom Satan. Ihr habt selber gesehen, wie er ans Kreuz genagelt wurde. Und danach ist er auferstanden. Er ist auferstanden unter denen, mit denen, die mit ihm gegessen und getrunken haben. Und jetzt ist er derjenige, der an der Macht ist, die Sünde wegzunehmen. Und durch ihn kriegen die Menschen das Leben. Die Bibel sagt, während Petrus so gepredigt hatte, in Vers 44 könnt ihr das nachlesen, Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, dann kam der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Pour les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, Philippe et Jonné, de ceux qui dépendent du Saint-Esprit, étaient aussi répandus sur les païens. Die jüdischen Christen, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Donc, quand Pierre a été, während Petrus gepredigt hatte, während Petrus gepredigt hatte, Cornelius mit seinen Freunden und seiner Familie, die haben ihm zugehört, die Bibel sagt, kam auf einmal der Heilige Geist. Als der Heilige Geist jeden berührt hatte von denen, als Petrus gekommen ist, kamen mit den Juden, die sich bekehrt hatten, und die waren erstaunt darüber. Und Petrus war selber erstaunt darüber. Und der Heilige Geist hat sogar die Nichtjuden berührt. Wenn wir hier sagen Heiden in der Bibel, und die haben einen Unterschied gemacht zwischen den Juden, die an Jesus geglaubt haben, also das sind die Leute, die sich beschnitten haben, und die andere Nationalität, die Jesus noch nicht aufgenommen hatte, das waren die Heiden. Das sind die Leute, die Jesus nicht gekannt hat. Und die waren erstaunt darüber. Wie kann das denn sein, dass Gott den Heiligen Geist geschenkt hatte, auch an den Nichtjuden? Halleluja. Also, dass Gott, es ist einfach zu sagen, dass Gott nicht keinen Unterschied macht. Also, Gott, ja, der wird wirklich, er hat sich wirklich bekehrt, er hat wirklich, Gott sieht nicht auf sowas. Jeder Mensch, der das Wort gehört hat, und der die Entscheidung trifft, Jesus zu folgen, dann wird Gott ihm den Heiligen Geist schenken. Glaubst du wirklich, dieser Buddhist, dass er wirklich eines Tages an Gott glauben wird? Das denken wir Menschen. Aber der Schöpfer dieser Welt sagt, jeder, der an ihn glauben wird, er wird ihm den Heiligen Geist schenken und das ewige Leben. Der Heilige Geist kam hinunter. Petrus sagte, wenn
Wenn der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist die berührt hat, genau wie uns, wieso sollen wir die nicht taufen? Halleluja. Ja, wir folgen weiter, wie die Geschichte war. So fing es an. Cornelius war derjenige, der Petrus zu sich gerufen hat. Und da Cornelius wirklich Gott seinen Wert gegeben hat, und wenn da die gekommen sind, um das Wort Gottes zu sagen, ich werde nicht alleine hier sein. Ich werde meine Eltern auch dazu rufen. Und ich werde auch meine engsten Freunde dazu rufen. Und die müssen auch dabei sein, um zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Und ich stelle jetzt euch die Frage. Ungefähr. Wie alt könnte Cornelius zur damaligen Zeit sein? Wie alt war er? Könnte er 9 Jahre alt sein? Was denkt ihr? Er ist ein erwachsener, intelligenter Mann. Nicht nur, weil er seine Eltern und seine Freunde gerufen hat. Schaut euch den Anfang der Geschichte an. Er war der König oder der Kaiser in Italien. Er war Militärchef. Also er war der Führer von dieser Armee. Und man kann diese Verantwortung nicht einem kleinen Jungen geben. Also er war schon erwachsen. Und deswegen hat er seine Eltern und seine engsten Freunde gerufen. Das zweite ist, die Predigt wurde verkündigt. Sie waren sehr aufmerksam, die Predigt zu hören. Und der Heilige Geist kam herunter. Das heißt, die Menschen, die dort waren, die hatten dieses Verständnis, das Wort zu verstehen. Was heißt das? Das heißt, Cornelius und Petrus und die Freunde von Cornelius, die dabei waren, alle waren erwachsen. Halleluja! Halleluja! Ja, dann können sie dich taufen, da sie Jesus aufgenommen haben. Nach wie vielen Tagen hat Petrus gesagt, ja, lasst uns ihn taufen? Als Petrus. Die haben auch den Heiligen Geist empfangen wie wir. Warum denn nicht? Warum lassen wir die auch nicht taufen? Wie viele Tage hat das gedauert, damit er diese Entscheidung trifft, dass sie sich taufen lassen wollen? Wie viele Tage? Das war derselbe Tag, am selben Tag. Und das wiederholen wir immer langsam, Wir müssen verstehen, was steht in der Bibel. Ja, vieles, was wir sehen oder hören, ist das, was eher die Menschen erzählen. Aber Gott möchte, dass wir das wollen, was in der Bibel steht. Halleluja. Donc,
an Jesus glaubt, wenn jemand an Jesus glaubt, was heißt das, an Gott glauben? Das ist nicht das, um gute Taten zu tun, nein. Es ist an dem Tag, wenn ich das Wort Gottes höre. Er trifft dann die Entscheidung in seinem Herzen, Sünde zu lassen, das Böse zu lassen und Jesus in sein Leben zu umfliegen. Dieser Mensch wird automatisch ein Gotteskind. Alleluia. Was hat ihn zu Gotteskind gemacht? Das Wort, was er gehört hat. Und in Römer 10, 17 sagt, la foi vient de ce qu'on entend. Der Glaube kommt von dem, was man hört. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Und das, was man hört, kommt von Gott. Etwas zu hören, zuzuhören, ist was ganz Wichtiges. Und vor allem, wenn jemand das Wort Gottes hört, und das bringt jemand dazu, sich zu bekehren. Und Cornelius war jahrelang mit seiner Familie ohne den Heiligen Geist, ohne Gott zu kennen. Und deswegen, also Eltern, Schwestern, Bruder, überall, wo wir sind mit unseren Kindern, sollen wir unseren Kindern das Wort Jesus zeigen. Wenn die Kinder das hören, was von Gott kommt, und dann kommen die in die Gemeinde und hören auch das Wort Gottes, und die hören auch zu Hause das Wort Gottes, und auch die Gespräche der Eltern reden die von Gott. Das ist alles, die hören immer die Predigt, die Eltern auch selber über Gott reden. Und wenn das Kind wächst und hört und wächst dadurch das, was er hört, und dann wird er später auch es leicht haben, an Jesus, Jesus zu folgen oder Jesus aufzulegen. Wir müssen unseren Kindern, unserer Familie das Wort Gottes zeigen oder hören lassen. Und unser Leben muss unterschiedlich sein von den Leuten, die Gott nicht kennen. Und unsere Kinder müssen das Wort Gottes hören, mehr als alles andere. Ein anderes Kind, wenn er in die Kirche kommt und das Wort Gottes hört, und wenn er zu Hause ist, hört er oder hört sie, wie die Eltern über Jesus sprechen. Und die sind immer am Beten zu Hause. Und das Kind wird dann nicht in der Gemeinde an Jesus aufnehmen. Und dann kommt er vielleicht nach Hause zu seinen Eltern und sagt, Mama, Papa, ich möchte Jesus aufnehmen. Denn Cornelius hat auch nicht Jesus aufgenommen in der Gemeinde. Also ja, Jesus aufzunehmen kann überall passieren. Jemand kann in der Gemeinde Jesus aufnehmen. Oder auf der Straße kannst du Jesus aufnehmen. Oder zu Hause kannst du das auch machen. Oder jemand kann auch zu Hause in sein Zimmer gehen. Und sagt, ja, ich habe die Predigt gehört. Und ich höre, wie immer meine Eltern über Jesus sprechen. Und Jesus, ich bin jetzt in mein Zimmer gegangen, damit du in mein Leben kommst. Und dann hörst du, wie jemand Jesus aufgenommen hat. Aber die Menschen wissen nicht, ob er Jesus aufgenommen hat. Halleluja! Halleluja! Ja, immer darüber zu sprechen, das stärkt den Glauben. Weil er immer hört, immer das Wort Gottes hört. Halleluja! Und wir kehren wieder zurück, um zu sagen,
Das hast du gehört. Die sagen immer, ach, das wird immer so weit. Der Pastor hat es immer eigentlich, die Leute taufen zu lassen, wenn die Jesus aufgenommen haben. Ja, denn das, was du auf der Straße hörst, ist falsch. Guck mal, das ist die wahre Lehre, was wir aus der Bibel herausgenommen haben. Wenn jemand Jesus jetzt aufgenommen hat, wenn wir hier irgendwo eine Quelle hätten oder einen See hätten, einen Fluss hätten, und genau in dem Moment, wo er Jesus aufgenommen hat, wird er getauft. Man gibt erstmal die Lehre. Hört genau zu. Ich will nicht sagen, dass diese Leute, die das so praktizieren, dass sie nicht von Gott sind. Nein. Also die denken ja, wenn die erstmal diese Lehre bekommen von Gott und sich später taufen lassen, vielleicht denken die, dass das so gut ist. Ich verurteile die nicht. Aber ich zeige euch, wie das in der Bibel ist. Also, du bist nicht verhindert daran, wenn du Jesus heute aufgenommen hast, dass du dich auch am selben Tag taufen lässt. Man kann ihm nicht eine zweite Kondition geben. Zum Beispiel, da du jetzt Jesus aufgenommen hast, ja, du möchtest dich taufen lassen. Aber bevor du dich taufen lässt, werden wir erstmal diese Lehre machen. Du musst erstmal diese Fragen gut beantworten. Wenn du das bestanden hast, dann lassen wir dich taufen. Halleluja. Halleluja. Also, wir wissen nicht, was morgen ist, was aus uns später werden wird. Vielleicht werden wir Pastoren, vielleicht werden wir die Frauen von Pastoren. Deswegen müssen wir zuhören. Wenn jemand an Jesus glaubt, man gibt ihm keine Kondition. Also das heißt, ja, du glaubst an Jesus, aber bevor man dich taufen lässt, musst du erstmal das und das und das machen. Nein, es gibt keine Kondition. Warum? Oder Bedingung? Als Petrus gepredigt hat, der Heilige Geist kam herunter. Wer ist dieser Heilige Geist? Halleluja. Das heißt, Jesus ist in das Leben von den Menschen, die an Jesus geglaubt haben, gekommen. Du kannst doch nicht zu Jesus sagen, ja, erstmal müssen wir das und das machen, bevor man ihn taufen lässt. Halleluja. Also in der Bibel steht das so, wenn jemand an Jesus glaubt, er hat das Recht, sich taufen zu lassen. Diese Lehre, Lehre hört nicht auf. Also auch wenn wir sterben, diese Lehre wird nicht beendet sein. Halleluja. Eine Taufe kann jemand bekommen. Auch wenn wir hier sind. Es gibt jemanden, der an Jesus glaubt, aber noch nie sich taufen gelassen hat. Aber was macht das denn, wenn ich mich noch nicht taufen gelassen habe? Das ist eine Gehorsamkeit, die man zeigt vor Gott. Derjenige, der sich taufen lässt und Jesus glaubt, sich taufen lässt, wird errettet. Und wir haben das auch die Beispiele gesehen in der Bibel, die sich getauft lassen haben.
Vielleicht kann es auch sein, dass du hier bist und noch nicht, dich nicht taufen gelassen hast. Und am Ende des Gottesdienstes geben wir, kannst du deinen Namen geben. Dann schreibt ihr euren Namen auf und dann werdet ihr getauft. Denn es ist wirklich wichtig. Verstehen wir? Also diejenigen, die sich, die das Wort gehört haben, sind erwachsen. Das war nicht Petrus, der sie dazu gebracht hat, zu glauben. Das war auch nicht Petrus, der den Heiligen Geist geschenkt hat. Petrus ging nur predigen. Aber der Heilige Geist kam herunter in deren Leben. Und das macht nur Gott für den Menschen, der wirklich sein ganzes Vertrauen an Gott macht. Und diese Menschen werden dann getauft. Das ist einfach an Gottes Wort gehorsam zu sein. Und um meine Geschwister zu zeigen, wie ihr mich vorher gekannt habt, ich bin nicht mehr so. Ich bin mit meinen Sünden mit Jesus gestorben und auferstanden mit Jesus. Also das ist ein Symbol, ein Zeichen, was du der Menschheit zeigst. Haben wir verstanden? Die sind immer eilig, immer sich taufen zu lassen, obwohl die noch keine Lehren haben. Jeder hat das Recht, der an Jesus glaubt, hat das Recht, in dem selben Zeitpunkt sich taufen zu lassen. Wir machen das nicht, weil wir nicht diese Bedingungen, diese Möglichkeiten haben. Deswegen müssen wir erstmal warten, bis wir einen Termin bekommen, um in die Schwimmhalle zu gehen, um uns euch taufen zu lassen. Und wenn wir an Jesus glauben, einmal. Man kann einmal nur Jesus aufnehmen, aber man kann diesen Bund erneuern. Also der Heilige Geist kommt nur einmal. Früher waren wir. Wir predigen ihn so oft, dich, dass du an Jesus glauben sollst, aber du willst nicht. Er hat gesagt, nein. Ja, ich glaube nicht mal, ich möchte nicht mehr aufnehmen, ich glaube, weil ich schon Jesus 8-mal aufgenommen habe. Er sagt, er hat 8-mal schon Jesus aufgenommen. Ist das ein Fehler? Das ist nicht so ein Fehler. Er hat es nicht gewusst. Er hat es nicht gewusst. Es war nicht sein Fehler. Man kann nur Jesus einmal aufnehmen. Wir lesen in der Apostelgeschichte. In Kapitel 10. Apostelgeschichte 10, 47. Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Et s'il était sur quoi, il les priait de rester quelques jours auprès d'eux. Alléluia. Amen.
Tage bei ihnen bleiben. Er konnte sie einfach nicht so verlassen. Die kannten Jesus nicht. Die haben an Jesus geglaubt. Und die haben sich taufen lassen. Aber er musste noch ein paar Tage bleiben, um deren Glauben noch zu festigen. Er musste ihnen erklären, wer ist Jesus? Wie wird jemand, der an Jesus geglaubt hat? Was muss man tun, als jemand, der an Jesus glaubt? Was dürft ihr nicht tun, wenn ihr an Jesus glaubt? Und deswegen ist Petrus ein paar Tage bei ihnen geblieben. Also die Lehre ist, hört nie auf, die geht immer voran. Alleluia! Alleluia! Matthäa, ihr habt es so. Zuerst kommt die Predigt. Konima, Pepatem, ihr habt es. Und dann kommt das, der Glauben und dann die Taufe, die Bekehrung und dann die Taufe. Das ist mein Matthäa, ich sage Jesus, Matthäa, mein Sohn, ja, ich bin der Titel. Und dann kommt dann die Lehre bis zum Ende. Alleluia! Ja. Du sollst kommen, weil ich habe. Na, kannst du mir ja. Im Leben eines Menschen, da muss der Mensch die Entscheidung treffen, ein Gotteskind zu werden. Aber was ich sage, ist wirklich wichtig. Wenn jemand geboren wird, er wird nicht zum Gotteskind geboren. Er ist eine Schöpfung Gottes. Aber er ist noch nicht ein Gotteskind. Er wird später zu einem Gotteskind. Das wiederhole ich immer wieder, damit wir das verstehen. Nur erst, wenn wir die Entscheidung treffen. Möchten wir lassen die Sünde? Wir rufen Jesus in unser Leben. Da kann der Mensch sagen zu dem Zeitpunkt, ich bin ein Gotteskind. Halleluja. Halleluja. Nicht jeder ist ein Gotteskind. Nur wenn man an Jesus geglaubt hat, wird er zum Gotteskind. Aber das, was man auf der Straße hört, ist was ganz anderes, die Lehre. Die sagen, ja, das sind alle Gottes Kinder. Ich übertreibe mal. Heute. Wenn der Präsident von Kongo sagt, ich bin ein Gotteskind, wirst du das glauben? Ja? Wirst du glauben, dass er Gotteskind ist? Wieso glaubt ihr denn, wenn andere sagen, ja, das sind doch alle Gotteskinder? Halleluja. Wir werden zu Gottes gehen. Den ich gerade genannt habe, wenn er die Entscheidung trifft und er kniet sich vor Jesus nieder, er sagt dann, ja, ich habe vieles Böses getan. Und Gott, bitte verzeih mir, vergib mir. Ich möchte dein Kind werden. Egal, ob wir wollen oder nicht. Wenn er wirklich das von ganzem Herzen macht, ja, dann wird er in den Himmel kommen. Das sind leider Gottes Gesetze. Ja, seine Gedanken sind unterschiedlich von unseren Gedanken. So ist es bei Gott. Keiner kann Gottes Worte ändern. Wir ändern Gottes Worte. Ja, glaubst du wirklich, dass die Hölle existiert? Nein, Gott hat die Hölle nicht erschaffen. Es sind doch alle Gottes Kinder. Ja, dann denkst du, oh ja, gut. Ja, die Hölle erwartet dich, wenn du dann so bist.
Alléluia. Le Seigneur n'a pas de mobilité, mais il n'a pas de mobilité. Jeder muss sich bekehren, Jesus aufnehmen. Und ich habe von Cornelius gesprochen. Petrus wollte noch ein paar Tage bei ihnen bleiben, um denen die Lehre zu geben. Hört genau zu. Ich wiederhole das immer, um das zu verstehen. Gottes Sachen. Wenn du das auf die leichte Schulter nimmst, als Spiel nimmst, dann wirst du Gott nie richtig kennenlernen. Und Gott wird dich auch nie nicht kommen, um dich zu begegnen. Man kann nicht Gott dienen auf einer spielerischen Art, also auf Scherz. Wenn du dein ganzes Herz gegen dem Herrn gibst, dann halte an ihm fest. Und folge auch Gott. Halleluja. Amen. Und du auch. Dann wirst du auch sagen, ja, ich folge meinem Gott. Und Gott sieht auch, ja, er folgt mir. Deine ganze Umgebung wird dann sehen, dass du dich verändert hast. Halleluja. Deswegen wollte Petrus noch ein paar Tage bei ihnen bleiben, um ihnen diese Lehre Gottes zu zeigen. Meine Geschwister, wir müssen es lieben, in die Kirche zu kommen. Wir müssen wirklich alles daran setzen, Gottes die Aktivitäten der Gemeinde teilzunehmen. Die ganzen Sachen, die in der Gemeinde passieren, hat kein Ende. Aber das, was wirklich ist, hat ein Ende. Wir müssen wirklich in dem Wort Gottes sein. Wir müssen wirklich die Freude haben, Gott zu dienen. Wir müssen nicht so tun, als ob oder als ob nicht. Als ob nicht, was heißt das? Also das heißt, du bist nicht kalt, du bist nicht warm. Wie kann denn Gott in dir wirken? Er wird dich dann Position? Du hast keine feste, standhafte Position. Aber als Cornelius und seine Familie an Jesus geglaubt haben, konnte man deren Position erkennen. Wenn man die Position nicht gesehen hätte, und als Petrus gesagt hat, ja, ich bleibe mit euch noch ein paar Tage, dann hätte Cornelius Ausreden gesucht. Denn Cornelius wollte sehen, ja, dieser Mensch möchte mit uns noch ein paar Tage bleiben. Dann heißt das, morgens aufstehen. Ja, mittags müssen wir Bibel austauschen. Oder ja, dann möchten wir noch beten. Und nachts nochmal Austausch. Ja, wann habe ich denn Zeit, in die Stadt zu gehen? Wann habe ich Zeit, meine Serie zu gucken? Wann habe ich Zeit, mit meinen Freunden auf WhatsApp zu sprechen? Und wenn diese Gedanken Cornelius kamen, dann hätte Petrus gesagt, ja, das, was du gemacht hast, das reicht schon, ja, du kannst jetzt gehen. Aber warum hat Cornelius nicht widersprochen? Der Heilige Geist war schon in denen. Und die hatten diese Freude, das Wort zu hören. Halleluja. Das sind Gebete, die man tut. Die man tun muss, Gott, gib mir die Freude. Meine Mitmenschen dein Wort zu hören, zu beten, dein Wort zu hören.
Ich bin diese Freude, diese Lust, immer in der Gemeinde zu sein, an den Aktivitäten teilzunehmen. Das sind Gebete, die man führen muss. Am Anfang von der Apostelgeschichte. Die waren jeden Tag im Tempel zusammen. Und die haben immer das Wort ausgetauscht. Es gab keine Unterbrechungen. Und Mama Sibi hat mal davon erzählt, diese Unterbrechungen. Also sie meinte, wenn die Menschen nicht in dem Wort wachsen, das ist, weil die immer Unterbrechungen machen. Du hörst dir das Wort von Cornelius und Petrus. Dann kommst du 2 Monate nicht in die Gemeinde. Und dann hörst du nicht das Ende der Geschichte von Cornelius und Petrus. Dann kommst du nach 2 Monaten. Nach 2 Monaten, dann redet man über Fasten und Beten. Dann hast du das 2 Wochen. Dann kommst du nach 4 Monaten wieder. Wenn man dann sagt, erwähnt, ja, der Heilige Geist kam dann in das Haus von Cornelius, dann fragst du dich, oh, ist das wirklich wahr? War das wirklich so? Warum? Weil du nie nicht an das Wort Gottes festhältst. Was das Wort Gottes nicht weit weg von dir, das ist das Leben. Das Wort Gottes ist deine Gesundheit, ist dein Leben. Sogar ich als euer Pastor. Wenn ich anfange zu scherzen mit Gottes Sachen, dann werdet ihr merken, dann werdet ihr auf einmal merken, dass mein Leben sich verändern wird. Du musst dich an Gott festhalten, damit er sich auch an dich festhält. Ja, wir dürfen Gottes Sachen nicht als Schatz nehmen. Und wir müssen auch nicht immer Ausreden haben. Die Bibel sagt, nur die Leute, die dafür kämpfen, die werden das Reich Gottes sehen. Und diejenigen, die keine Kämpfer sind, die werden kommen nicht in den Himmel. Aber die werden es nicht schaffen. Vor allem in dem Land, wo wir leben und auf dieser Welt, wo wir leben. Vor allem hier in Europa. Das ist ein Kontinent mit viel Stress. Ja, man ist immer auf Achse. Ja, ihr wisst selber, wovon ich rede. Du gehst auf Arbeit, dann bist du damit. Dann kriegst du am Ende des Tages Kopfschmerzen, weil du viel gearbeitet hast. Und wenn du diesen Stress folgst, dann bist du wirklich weit weg entfernt von Gott. Das ist so wie ein Vater mit seiner Frau und seinen Kindern. Also deren Herz ist bei den Kindern. Wenn die Eltern dann arbeiten gehen, die Kinder sind zu Hause. Und wenn es anfängt zu regnen, ganz stark zu regnen, was denkst du als Eltern? Dann ist dein Herz so, dann möchtest du ganz schnell nach Hause, weil du weißt, weil du die Kinder zu Hause gelassen hast. Und du bist dann, kommst, hast dann Feierabend und es regnet immer noch ganz stark. Was machst du dann? Dann sagst du, ach, ist egal. Ja, du gehst einfach durch den Regen.
Du sagst, ich bin nicht aus Salz, ich werde einfach durch den Regen stark gegen gehen. Warum kämpfst du so, um schnell nach Hause zu kommen? Weil du eine Mutter bist und dein Herz ist bei deinen Kindern. Und so kämpft auch ein Christ, wenn sein Herz bei Gott ist. Halleluja. Derjenige, der neben Gott sein möchte. Der ist nicht so, wenn es anfängt zu lieseln, dann sagst du, ach, es ist wirklich ein schlechter Zeitpunkt. Ja, das ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, dass es jetzt regnet. Ich wollte eigentlich in die Kirche gehen. Ja, der Pastor wird schon verstehen, es hat jetzt geregnet, es regnet gerade. Sag das nicht. Ja, dann sag einfach Gott, du siehst, dass es gerade regnet, also kann ich nicht in die Kirche gehen. Aber Gott wird dann schauen, wenn wir dann Montag ist, und dann wird es noch stärker regnen am Montag, wenn du zur Arbeit gehen möchtest. Dann wirst du nicht mehr sagen, Gott, du wirst es schon verstehen. Dann sagst du, Gott, beschütze mich, dass ich ankomme auf der Arbeit. Siehst du den Unterschied? Das Herz dieses Menschen ist beim Geld, nicht bei Gott. Aber wird Gott sagen, dieser Mensch betrügt mich wegen Geld? Und dann, wenn du dann betest und dann du keine Lösung bekommst für dein Gebet, dann sagst du, der Pastor hat keine Macht. Der Pastor hat wirklich keine Macht, keine Offenbarung. Pastor hat dann ein Problem. Aber das bist du selber, der das auf die leichte Schulter genommen hat. Halleluja. Cornelius, ein Heide. Und als man über Gott gesprochen hat, hat er das ernst genommen. Und diese Seriosität hat ihm das ewige Leben gegeben. Diese Seriosität. Er hatte dann davon profitiert, derjenige, der mit Jesus war, mit ihm in seinem Haus gewesen ist. Halleluja. Cornelius, der gerechte Mann. Viele Menschen sind errettet worden. Denn in seinem Haus war das Wort. Durch ihn. Gott hat viele Menschen dann benutzt. Viele Menschen haben dann die Taufe bekommen. Ja, wie ist denn der? Cornelius war ja schon ein guter Mann, bevor er Jesus kennengelernt hat. Aber wie ist er danach geworden? Ja, normalerweise, zur heutigen Zeit müsste er dann eigentlich ein Apostel werden. Halleluja! Halleluja! Wir haben jetzt 14 Uhr, wir sind jetzt am Ende. Jetzt möchte ich wirklich wissen. All das, was wir hier gesagt haben. Habe keine Angst, schäme dich nicht. All das, was wir gesagt haben. Denn es ist um das Leben. Gibt es etwas, was jemand nicht verstanden hat, dass ich das nochmal kurz wiederhole? Wenn es irgendetwas gibt, was du nicht verstanden hast, dann offenbare ich dir das nochmal. Das heißt, wir haben alle verstanden. Und der Herr sei gelobt und dass wir es auch umsetzen. Diejenigen, die sich taufen lassen möchten, können ihre Namen geben und dann werden wir einen Termin vereinbaren. Gottes Segen.
Du hast uns diese Kinder gegeben. Wir lassen sie dann hin. Alles Schlechte soll bei dir von diesen Kindern sein, von deinem Namen. Wir bitten um deinen Schutz über diese Kinder. Egal wann es kommen sollte, sei du immer dein Beschützer. Wir beten noch, Vater. Lass mich noch für dieses Jahr und für nächstes Jahr deine Hände. Gott beschütze sie. Die werden erwachsen werden. Die sollen in deinem Wort erwachsen werden. Und jemand, der seinen Kindern was Schlechtes tun will, er soll sich mit dir, du sollst ihm zeigen, dass du Gott bist. Und alles Schlechte soll weit weg sein. Im Namen Jesus Christus. Das Bild und dein Schutz. Deine Engel sollen diese Kinder beschützen. Im Namen Jesus Christus. Der auch sein König ist. Sie haben gebetet. Amen. Amen. Gott sei gelobt. Ihr könnt sie nehmen und dann euch hinsetzen. Voilà, Noël a mis le mois là. Also wir beten für Kongo noch diese ganze Woche.
Mais là-bas pour le Congo, il pense à faire des choses. Seigneur Jésus, nous voulons encore ensemble prier pour notre pays, Seigneur, pour notre patrie. Nous invoquons ton nom, Jésus, nous les sommes sur le toit pour notre patrie, Seigneur. Cette semaine, parce que ce pays est compliqué, développé et construit, nous prions encore en Jésus. Nous invoquons ton nom, Jésus. Avec tous les prophéties qui sont nées, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas des armes, nous n'avons plus d'intelligence, nous n'avons plus quoi faire, quoi dire. Alors que Jésus est capable de faire un miracle dans ce pays. Toi, tu es capable, Jésus, de confondre les ennemis de notre pays. Tu es capable, Seigneur, de confondre les diables qui veulent encore nous faire descendre. Tu es capable, Seigneur, d'élever notre patrie. Volonté. Car toi, Jésus, tu es au-dessus des autorités, tu es au-dessus des pouvoirs, tu es au-dessus des présidents, tu es au-dessus de la communauté internationale, tu es au-dessus de toutes les choses. Et nous nous appuyons à toi pour notre pays. Jésus, merci d'agir au nom de Jésus. Jésus, nous bénissons ton nom pour ce dimanche. Un grand merci encore, Seigneur, parce que depuis l'année avait commencé, nous arrivons presque vers la fin. Tu nous donnes la vie, Seigneur. Tu nous accordes la santé. Nous sommes tous là avec nos familles, avec nos enfants. On ne peut que te dire vraiment un grand merci. Merci encore pour ce culte, Seigneur. Tu as commencé de terminer avec nous ce culte. Nous avons adoré et célébré ton nom. Et tu nous as parlé à travers ta prédication. Nous te prions, cher Saint-Esprit, de continuer à soutenir nos foies dans ce monde qui tremble. Dans ce monde où les problèmes ne font que s'augmenter. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ton soutien chaque jour, Seigneur. Nous sommes venus en paix et nous puissions rentrer en paix dans nos maisons. Que ta bénédiction nous accompagne. Que ta guérison nous accompagne. Que tes miracles nous accompagnent. Toute cette semaine. Et ce que nous puissions revenir dimanche, le dernier dimanche de cette année 2018. Nous bénissons ton nom, Jésus. Pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons tous prié. Amen. 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 Amen.